krass, ne? Meine Monatsfavoriten August werden mein erstes Video als Live Worth Living. Ich bedanke mich sehr für euer doch durchweg fast nur positives Feedback. Natürlich haben es mir ein paar krumm genommen, dass ich diesen Clickbait gemacht habe. Nun denn, aber herzlich willkommen zu meinen August-Favoriten mit Beauty, Lifestyle und Gedöns. Und lass uns gemeinsam starten. Ich habe das Setting ein bisschen geändert. Das ist so ein bisschen wie früher. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so wohler. Und apropos wohler fühlen. Seht ihr, ich war gestern ja beim Friseur. Also diejenigen, die mir bei Snapchat folgen, haben schon ein bisschen was gesehen. Ich habe mir einfach nur mein Balayage auffrischen lassen. Und ja, ein bisschen mehr Schnitt. Und ich fühle mich sehr, 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 sehr wohl. In meinem Weekly Vlog, ich habe noch keinen Namen für meinen Weekly Vlog, werde ich auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung für euch haben. Aber ja, jetzt habe ich schon wieder so viel gebrabbelt und noch gar nicht zu den Produkten. Beginnen wir mal mit den Beauty-Produkten. Und da war ein großer Favorit diesen Monat, ich weiß gar nicht, ob ich ihn im letzten Monat schon gezeigt habe, das ist der Catrice Good to Glow in Golden Light, ein Bronzer, ein gebackener, und ich habe ihn schon gut abgenuckelt, auf gut Deutsch, mit dem Pinsel. Und den verteile ich eigentlich immer auf die Wangen. Also ich benutze ihn eher wie ein Blush anstatt wie eine Kontur. Also halt wie ein Bronzer überall, wo die Sonne küsst. Denn gerade bei diesem heißen Wetter in den letzten Wochen, Palm, also mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe einen neuen Favoriten. Ich gehe in letzter Zeit noch öfter duschen als sonst, also zweimal am Tag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann solltest du deiner Haut etwas Feuchtigkeit zufügen. Aber ich habe bis jetzt noch nie eine richtige Bodylotion gefunden, mit der ich extrem hundertprozentig zufrieden war. Also ich gab immer Favoriten, aber nie so, wo ich sage, boah, das für mein ganzes Leben. Also wenn ich nur eine Bodylotion wählen könnte, dann wäre es diese. Und ich sage, where have you been all my life? Super, super, super geil. Ich habe mir das irgendwann mal wegen der Yamina gekauft. Vaseline, Spray Moisturizer in Coco Radiant. Ich benutze den tagtäglich, wirklich tagtäglich. Meine Haut hat sich tatsächlich gebessert. Ich hatte nämlich solche Trockenheitspickelchen hier an den Armen. Die sind wirklich schon besser geworden. Sie sind noch nicht ganz weg, aber ich peele dann halt auch zweimal in der Woche. Und abends am Sport ist es dann mein Wohlfühlakt, mich mit dieser Lotion einzucremen. Also es ist wirklich, wirklich toll. Und ich freue mich so dermaßen, dass ich jetzt wieder in New York bin. Davon werde ich mir nämlich zwei, drei mitbringen, weil es gibt es, glaube ich, in Deutschland noch nicht. Wenn ich, also ich werde mal schauen, und wenn ich es finde, mache ich euch einen Link in die Infobox. Kann ja sein, dass ich es irgendwo dann doch noch im Netz für euch finde. Was ihr aber auf jeden Fall findet, ein Favoriten von mir, den habe ich, glaube ich, im letzten Haul gezeigt. Das ist dieses Coconut Hydration Oil, aber nicht beschwerend. Also es riecht erstmal wie Urlaub. Boah, es ist einfach so großartig. Und es riecht einfach wie Urlaub und sieht aus wie Urlaub. Und macht die Haare griffig. Ihr merkt das schon. Ich packe die ganze Zeit in meine Haare rein. Ich habe aber auch Olaplex-Behandlung bekommen und ich bin so geflasht von diesem Effekt. Also ich liebe meine Haare gerade. Ja, das hört sich komisch an, aber ich liebe sie. Und das lässt die Haare erstmal gut riechen, aber der eigentliche Effekt ist ja Feuchtigkeitsspenden. Und das macht es ganz, 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 ganz toll. Ganz zufrieden bin ich auch mit meiner Nagellackfarbe. Die finde ich richtig, richtig cool. Das ist so eine Sommer-Frauenfarbe, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das sieht edel aus, sieht aber trotzdem sommerlich aus und man kann damit trotzdem auf einen Kundentermin, wenn man möchte. Und das ist der Nagellack Cherry Hill von Manhattan aus der Super Gel Nail Polish Reihe. Ich sag euch, Leute, das ist nur eine Schicht, ne? Also der ist in einer Schicht knallig deckend. Gut, ich habe natürlich noch diesen zweiten Nagellack, also den Überlack drüber gemacht, damit das länger hält, beziehungsweise dieser Gel-Effekt entsteht, und ich bin sau zufrieden, ne? Ich bin richtig, richtig, richtig zufrieden. Richtig, richtig, richtig zufrieden. So, das ist jetzt das zweite Mal in diesem Monat, dass ich den trage. Ich habe den eben neu drauf gemacht, hatte den aber schon am Anfang des Monats drauf und finde den richtig schön. Also, eine sehr große Empfehlung. Ja, dann können wir eigentlich auch schon zu meinen Lifestyle-Favoriten kommen. Und da möchte ich auf jeden Fall meine Zeit in Cannes
erwähnen. Da war ich mit Desange, eine neue Haarserie. Ich fand die Produkte auch sehr gut. Die Produkte werden aber jetzt erst im September ausgeliefert. Deswegen habe ich ja selber noch keine hier zu Hause. Leider, sobald es der Fall ist, werde ich natürlich auch den Langzeittest mit dem Shampoo machen. Was ich aber besonders schön dort fand, war dieses Urlaubsfeeling mit ein bisschen Meer, extreme Weite, Landschaft und mit tollen Menschen. Die Yamina war dabei, die Indra war dabei. Wirklich viele Menschen, die ich neu kennenlernen durfte und wieder getroffen habe. Und es war wirklich sehr schön mit den Menschen dort vor Ort. Ein anderes Highlight war natürlich mein Event mit L'Oreal Skin und L'Oreal Hair in München. Ihr merkt schon, diesen Monat war echt viel los bei mir. Also der August war so voll gepackt. Dann hatte ich noch Kundentermine hier und Sachen dort und wow, ich bin total überfordert, freizeitmäßig. Ja, und bei dem Event, da bin ich der Indra näher gekommen. Hört sich das komisch an? Das hört sich komisch an, aber ich meine eigentlich, dass ich Beautyrella noch näher kennenlernen durfte und ganz, 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 ganz großartige Gespräche hatte. Eins zum Beispiel auch über Kerzen. Und ich habe einen neuen Favoriten. Ich habe ihr gesagt, bitte bring mir 5 mit, du darfst aussuchen, welche. Und sie hat mir natürlich irgendwas mit Schokolade mitgebracht und auch Düfte, die ich so mir gar nicht ausgesucht hätte und die mich überrascht haben. Aber das hier ist der Kracher. Das ist Vanilla Lavender. Und die riecht auch, wenn man nur den Deckel abmacht. Und ich flippe gerade ein bisschen aus. Ich brauche die in groß. Imra, wenn du das siehst, wenn wir uns das nächste Mal sehen, musst du leider eine große Kerze für mich mitbringen, bitte. Die riecht so granatig nach... ich muss noch nicht mal den Deckel abmachen, weil sie riecht da durch. Sie riecht nach Vanille und Lavendel. Aber der Lavendel ist das Würzige, was die Vanille nicht so süß macht. Und die Vanille ist das, was den Lavendel so weich macht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kerzenkombi. Und die steht immer, noch nicht mal angezündet, neben meinem Bett. Und ich schlafe seitdem viel, viel besser ein. Ungelogen. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Wow, ich bin schon fast durch. Ein großer Favorit von mir in den letzten paar Monaten. Ich habe es euch noch gar nicht vorgestellt, deswegen wundert es mich. Möchte ich euch trotzdem noch zeigen. Das ist ein Buch, das mir mein Chef geschenkt hat. Das heißt Die 4 Versprechen. Das ist ein... Man muss schon sagen, es ist ein sehr esoterisch angehauchtes Buch. Im ersten Kapitel und im Vorwort dachte ich wirklich, mein Gott, war der Typ auf Droge, als er es geschrieben hat. Das ist ein Weg zur Freiheit und Würde. Und es geht darum, um 4 Regeln, an die man sich halten kann, um befreiter zu leben und vor allen Dingen selbstbestimmter. Da geht es zum Beispiel darum, dass man Sachen nicht immer sofort persönlich nehmen sollte und dass man aufpassen sollte, was man sagt. Da Worte eine ziemlich hohe Kraft haben. Und wenn man das gelesen hat, ist es ganz komisch, weil man viele zwischenmenschliche Sachen besser einordnen kann und besser damit umgehen kann. Und er hat uns das halt gegeben, weil gerade im Zwischenmenschlichen, auf der Arbeit und so, hilft das uns. Und er hat es gelesen und ihn hat es echt beflügelt. Und ich fand es sehr, sehr gut. Also nachdem ich die ersten 2 Kapitel überstanden hatte, habe ich den Sinn dahinter gesehen. Und dann kommen auch viele praxisorientierte beziehungsweise, naja, also nicht menschliche, sondern so und realitätsnahe Beispiele. Also wirklich ein etwas anderes Buch, aber ziemlich, ziemlich gut. Ja, das war's schon mit meinen Favoriten. Nein, das stimmt gar nicht. Ein großer neuer Favorit ist mein neuer Name und meine neue Energie, die hoffentlich damit bestehen bleibt. Und natürlich ihr, dass ihr das alles so positiv aufgenommen habt. Ich danke euch von Herzen und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und folgt mir halt, wo ihr möchtet. Und ich glaube, es wird demnächst auch nochmal ein neuer Blogbeitrag online gehen auf meinem Schriftblog. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Einschalten, habt einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Macht es gut, denkt immer dran, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Und vor allen Dingen, lebt euer Leben. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.